Leute. Ah. Was ist denn jetzt mit meiner Stimme los? Ha, ha, ha. Hallo. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Heute passiert etwas, was ich mir schon so lange gewünscht habe, dass ich mal so ein Video drehen kann. Und zwar werde ich heute verreisen. Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung, wohin. Ihr habt richtig gehört, ich fahre irgendwohin oder ich fliege. Ich habe keinen Plan. Also ich habe nichts geplant, sondern meine liebe Freundin und YouTuberin Kim, die jetzt gerade leider nicht kommt, denn ich filme dieses Intro allein, aber hier ist sie trotzdem. Kim hat eine komplette Reise geplant. Für mich und sie. Ich werde mit ihr fahren, fliegen, laufen, keine Ahnung, aber blind. Und bis zum Ziel werden wir versuchen, dass ich keinen Plan habe, wo ich gerade mich hinbewege. Und das wird so absolut crazy. Ich weiß absolut gar nichts. Ihr wisst Stand jetzt auch gar nichts. Dementsprechend sind wir alle gleich lost und wir werden den Prozess gemeinsam erleben. Und ich freue mich ultra drauf und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Let's go! Ich werde jetzt Kim, also Caramella, in Köln abholen und sie hat irgendwas für mich geplant. Und ich habe gar keinen Schimmer. Ich weiß nicht mal, ob wir irgendwo hinfahren, fliegen, laufen, Fahrrad fahren. Ich habe nicht mal meinen Koffer gepackt. Das werde ich gleich mit ihr zusammen machen. Da kriege ich vielleicht irgendwelche Hints oder so. Ich weiß nicht, ob ich ein Bikini einpacken soll oder eher eine Winterjacke. Ich weiß nichts. Und ihr könnt mit mir auf die Reise kommen und raten, wo wir denn hinfahren, weil ich muss auch raten. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg zu ihr und dann sehen wir uns gleich. Ich habe Angst. Diese Challenge fängt ultra gut an, Leute. Ich habe jetzt Kim in Köln abgeholt, weil sie zu mir meinte, wir müssen unbedingt nach Köln. Wir müssen da was erledigen, bevor wir die Reise antreten. Wisst ihr, was das ist, was wir erledigen müssen? Es ist wichtig. Es ist ein sehr wichtiger Business. Wir gehen jetzt einfach zu Café Bur, weil sie da frühstücken gehen wollte. Also Frühstück ist der wichtigste Tag im Jahr. Ja. So ungefähr. Und deswegen müssen wir uns stärken. Vor allen Dingen ohne Reservierung. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ja, das weiß ich auch nicht. Fängt schon mal gut an. Super. Es ist 2 Minuten später und wir haben Platz bekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Mathematik, Mathematik. Let's eat. Okay. Was tun wir? Ach, machen wir kein Boomerang? Nein. Das sieht unfassbar lecker aus. Ich versuche Kim die ganze Zeit auszufragen, wo wir hinfahren, aber es funktioniert nicht. Ich dachte mir einfach nichts, die Alte. Das wird auch kein Spaß. Gar nichts. Die hat auf jeden Fall einen riesigen Koffer dabei. Das ist so cool. Ich hasse es. Ich liebe es. Wir sind jetzt bei mir zu Hause. Kleines Update und es geht jetzt schon alles drunter und drüber und ich weiß nicht, ob wir diesen Flug bekommen. Kim hat mir nämlich gerade gebeichtet, dass sie eigentlich gedacht hat, wir fliegen, also wir fliegen irgendwo hin. Das ist schon mal eine gute Info für mich. Um 21 Uhr, aber wir fliegen eigentlich um 18.30 Uhr und zwar von Frankfurt aus, Leute. Frankfurt ist 2 Stunden von mir hier zu Hause entfernt. Das heißt, ich habe absolut gar keine Zeit, jetzt zu packen, weil es ist schon 14 Uhr. Und wir müssen um allerspätestens 16.30 Uhr da sein. Das heißt in 2,5 Stunden. Das heißt, ich habe nichts an Zeit zum Packen. Und ich weiß nicht mal, wo es hingeht. Das heißt, ich weiß nicht, was ich packen soll. Es ist einfach, ey, ich bring die jetzt schon um, ne? Ohne Spaß. Ich bin absolut gestresst. Ich werde jetzt irgendwas einfach zusammenschmeißen, zusammenpacken. Und hoffe, dass ich dann an diesem Ort, wo wir hinfliegen, überlebe. Brauche ich jetzt einen Reisepass? Ja. Ich brauche wirklich einen Reisepass? Ey, du kannst froh sein, dass ich überhaupt einen Reisepass habe. Bis vor 2 Wochen hatte ich keinen. Und mein Zimmer sieht einfach so absolut schlimm aus. Ich nehme jetzt einfach diesen Riesenkoffer hier mit und schmeiß da irgendwas rein. Du machst mich irre. Dein Zeitmanagement. Ja, genau. Du musst dich einfach mal beeilen. Ab diesem Part kam ich absolut gar nicht mehr klar. Ich hatte keine Ahnung, was ich einpacken soll. Ich habe für jedes Wetter irgendwas gepackt. Ich bin komplett verzweifelt. Ich habe ein Bikini dabei, ich habe eine Winterjacke dabei. Dann meinte Kim plötzlich zu mir, ich soll irgendwie schicke Sachen mitnehmen, wo ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, was ich tun soll. Ich war wirklich in meinem Leben noch nie so lost, hatte so einen großen Koffer dabei, aber kann davon wahrscheinlich ungefähr nichts anziehen, weil jedes einzelne Outfit für ein unterschiedliches Klima ist. Mein Papa hat zum Glück Zeit, uns zum Bahnhof zu bringen, weil sonst würden wir den Flug absolut verpassen. Leute, wir sind gerade am Bahnhof angekommen und ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Kamera, also meine große Kamera, im Auto liegen lassen habe, wie ein kompletter Idiot. Und Kim meinte jetzt gerade, man kann sich da, wo wir hinfliegen, wahrscheinlich eine leihen. Und das ist ein weiterer Hint für mich, dass wir anscheinend in eine zivilisationsbereite Stadt fliegen. Und ich glaube immer noch, dass wir nach London fliegen, weil da braucht man einen Reisepass, das ist nicht so weit weg und man kann da eine... Und man kann da auf jeden Fall eine Kamera leihen. Wie laut ist dieser Zug? Stand jetzt gerade, denke ich, ich fliege nach London. Die grinst halt auch immer nur so. Wir sind angekommen. Wo ist Kim? Hallo. Irgendwo an mir dran. Weißt du, dass wir hier lang müssen? Naja, also du hast mir gesagt, wir fliegen irgendwo hin. A.k.a. zum Flughafen. Ey, was ich dich fragen wollte. Ja. Gibt es da Euro, wo wir hinfliegen? Boah, ich weiß gar nicht. Du weißt es nicht? Ich kenne mich nicht so aus mit Kultur und so.
mit Kultur. Ich versuche die ganze Zeit irgendwelche Hints so aufzuschnappen, aber die lügen mich halt auch die ganze Zeit an, die labern irgendeine Scheiße. Aber mich fuckt's ab, weil dadurch weiß ich nichts und alles verwirrt mich. Es macht einfach Spaß. Da drauf steht jetzt unser Flug. Ich weiß, dass es irgendwas mit 18:30 Nein, ist. Du guckst nicht, ich guck nicht nach der Zeit, aber hier sind so viele Flüge, ich habe eh keinen Plan. Ich guck nicht. Das ist das Allerschlimmste daran, Leute. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich krieg jetzt einfach meine Augen verbunden und muss hier wie so ein Vollhorst durch diesen Flughafen laufen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Darfst du mich einchecken? Ich mach das jetzt. Wir versuchen halt ehrlich, dass ich, bis wir angekommen sind, keine Ahnung habe, wo wir sind. It's time. Okay, du musst dich ein bisschen beeilen, ne? Wir haben nicht so viel Zeit hier, um jetzt gerade Podcast zu hören und so, ne? Es ist so laut. Was? Es ist so laut. Du bist so hässlich. Was? Ich check erstmal ganz kurz alles ab, okay? Okay, du passt auf die Koffer auf. Genau. Mit verbundenen Augen. Hä? Das ist irgendwie dumm. Das ist irgendwie schau. Okay, du machst das. Ich hoffe, sie peilt jetzt gerade nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich sie einchecken soll. Okay, da ist es. Wir müssen einchecken. 8014-0800. Okay, 800. Okay, alles klar. Machen wir so. Ich check uns jetzt ein, okay? Hallo? Hallo? Oh, ich hab mich so erschrocken. Also du hast irgendwie nicht reagiert, deswegen dachte ich irgendwie... Ja, ich höre Musik, wo soll ich dich hören? Ja, ich weiß auch nicht. Du gehst jetzt einfach und guckst auf den Boden, ja? Also hören kann ich immer noch nichts. Ich habe kurz meine Maske abgezogen, weil wir müssen anscheinend einfach zu einem anderen Terminal und wir sind schon so extrem spät. Es ist schon 17.20 Uhr und wir müssen ja noch Koffer aufgeben. Das heißt, keine Ahnung, ob wir überhaupt diesen Flug bekommen. Jetzt ist hier anscheinend Stress irgendwie und wir wissen nicht, also wir müssen zu einem anderen Terminal. Es stresst mich so, dass ich nicht weiß, was abgeht, weil ich helfen will und ich will alles unter Kontrolle haben, aber ich hab keine Ahnung. Hast du Vertrauen in mich? Nicht mehr so ganz. Ich auch nicht mehr. Ach cool. Spaß. Okay, jetzt habe ich wieder den Befehl bekommen, dieses Scheißding aufzusetzen. Ab jetzt wird's wohl ernst. Ich sehe nichts. Hä, die lässt mich einfach irgendwo stehen, Alter. Gehst weg? Ach, da bist du. Okay, Entschuldigung. Ich krieg die absolute Vollkrise. Wo fahren wir hin, Mann? Da würde ich total nicht wirklich auch selber die Verbindung zu verlieren. Langsam glaube ich, wir fliegen gar nicht mehr. Geradeaus? Ja. Jetzt? Ah! Wir haben gerade gemerkt, dass das mit dieser Augenklappe einfach absolut nicht funktioniert. Deswegen gucke ich jetzt einfach die ganze Zeit straight nach unten und höre wenigstens nichts. Sonst laufe ich hier gegen die ganzen Menschen. Du bleibst jetzt hier einmal stehen und machst deine Augenklappe drauf. Okay. Genau. Okay, Update-Time. Ich habe jetzt mal gerade heimlich dieses Ding hier hochgezogen. Kim hat mich auf irgendeine Treppe hier gesetzt, damit sie die Koffer abgeben kann. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die Koffer alleine abgeben kann, ohne meinen Pass und ohne alles. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, wenn wir angeblich einen Reisepass brauchen. Dementsprechend glaube ich das immer noch nicht so richtig. Und ich höre jetzt auf, nach oben zu gucken. Sorry. Kim ist irgendwo da in dieser Halle und ich habe gar keinen Plan, wo. 20 Minuten Rennen durch den Flughafen und die Sicherheitskontrolle später. Kim, ich muss dir das sagen. Ich habe was gesehen. Nein. Ich habe es dir gerade schon gesagt in ihrem Video. Ich wollte erst so einen so oft tun, von wegen, wir machen es jetzt nochmal, aber nee, ne. Ich habe gerade einfach ein Schild gesehen, Leute. Wir waren richtig spät dran gerade und wurden von dem Typen schon aufgerufen, weil wir die Letzten waren. Aber ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. Aber da, wo wir hingegangen sind in die Richtung, habe ich halt ein Schild gesehen. Also als er das gesagt hat, ich war so, ups, Mund, Alter. Ja, anscheinend hat er es gesagt, aber das habe ich nicht gehört, weil ich Kopfhörer drin war. Also, zum Glück, oh, Alter. Gott, stell mal vor, das wäre so mies gewesen. Ich dachte, nee, aber ich habe halt ein Schild gesehen und ich dachte, also das ist halt über dem Ding, wo wir hingegangen sind, so. Das war nach Amsterdam. Ich sag jetzt nichts mehr. Und jetzt hat Kim so ein doofes Gesicht gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir nach Amsterdam fliegen. Das wäre ja übel dumm. Da kann man ja mit dem Zug hinfahren. Jetzt schneller. Nee, wir fliegen jetzt nicht nach Amsterdam. Also es wäre auch cool, aber ich will es nicht wissen. Das fuckt mich jetzt ab. Jetzt denke ich, wir fliegen nach Holland, aber dann macht alles keinen Sinn. Warum brauchtest du dann meinen Reisepass? Also fliegen wir nach Amsterdam? Nein. Und jetzt kommt der Wendepunkt, liebe Freunde. Wir mussten leider uns im Flugzeug trennen, hatten beide einzelne Sitze und Kim hatte keine Kontrolle mehr darüber, was ich tue. Ich habe wirklich die ganze Zeit versucht, nichts zu sehen. Allerdings sind mir so ein paar Sachen aus Versehen leider aufgefallen. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass alles auf Französisch irgendwie überall steht, was ja grundsätzlich aber nichts heißen muss. Aber dann kam kurz nach der Landung die alles entscheidende Nachricht und zwar: Herzlich willkommen in Frankreich! Was mir natürlich leider ein bisschen Informationen gegeben hat. Aber naja, sehr selbst. Wir sitzen am Flughafen und ich habe es euch gerade schon gezeigt. Ich habe diese Benachrichtigung bekommen und da stand einfach Frankreich. Und Leute, ab einem bestimmten Punkt war ich so sicher, dass wir nach Amsterdam fliegen, weil irgendwie nichts anderes so an Infos da war. Und ich habe dieses Amsterdam-Schild gesehen und jetzt sind wir aber anscheinend irgendwo in Frankreich. Und ihr müsst dazu wissen, letztes
Letztes Mal wollte Kim mit mir das schon machen, da war ich aber krank. Ja. Und da hat sie Paris gebucht gehabt. Und ich frage mich jetzt, ob wir wieder in Paris sind. Ich darf halt die ganze Zeit immer noch nicht gucken. Hier steht anscheinend überall irgendwas. Es ist so schwer, die ganze Zeit den Boden anzustarren. Ne? Ich fühle mich einfach wie der letzte Mensch. Du kannst es einfach auch nicht, ne? Ja, es ist halt schwierig. Ich vergesse es immer wieder. Das kann doch nicht sein. So krass, diese Kamera zu fokussieren. Leute, ich starre euch gerade in die Seele. Entweder sind wir wieder in Paris, was ich ultra geil fände, weil ich war richtig sad, dass ich dann krank war, weil ich heute nach Paris. Oder wir sind woanders in Frankreich und das hat sie dann jetzt auch wieder extra gemacht. Wir wissen nicht Bescheid. Ich glaube, wir sind in Paris. Okay, let's wait for the Gepäck und dann essen wir ein bisschen Gebäck. War das ein Hinweis? Stimmt, habe ich euch auch noch gar nicht gesagt. Ich habe vorhin diesen Umschlag hier bekommen. Ihr seht es in Kims Video. Dieses Rezept hier war ein Hinweis. Ich habe gedacht, dass das ein Rezept von Germknödeln ist, weil hier ist Milch bei, Salz, Zucker, Butter, Hefe, so. Checkt ihr so? An dieser Stelle, wer kennt das Rezept von Germknödel? Niemand. Ja, keiner. Ich weiß auch nicht, was das hier sein soll, weil okay. Das macht alles keinen Sinn. Und okay, jetzt überleg jetzt nicht, mal wirklich. Was zur Hölle das Französisches sein? I'm not gonna tell you. Da ist so viel Butter bei. Safe. 100%. Jetzt geht's halt richtig auf. Das ist der beste Taxifahrer ever. Okay, du musst Autoklappe auflassen. Mach ich. Okay, sehr gut. Freunde, wie krass ist das bitte? Okay, Julia, gib mal deine Hand her. Steig mal aus. Richtig auf. Elegant. Ah! Oh Gott, okay. Okay, komm mal her. Oh, was gibt's? Oh, Leute. Ah, du machst nicht mit mir. 3, 2. Normal! Oh mein Gott! Bienvenue à Paris! Oh mein Gott! Ich wusste es! Aber wie lange wusstest du es nicht? Ich wusste es so lange nicht. Stabil, oder? Hey, dieser Platz, ich kenne den nicht. Ich war schon einmal hier, ich habe das noch nie gesehen. Das sieht ja so perfekt aus. Wundervoll! Wie schön! Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Ehrlich nicht? Nee. Oh, wie cool! Jetzt ist ja die Freude noch groß, aber das Ganze passiert hier nicht, ohne dass du noch was machen musst. Ruh dich heute Nacht auf jeden Fall aus, denn morgen musst du etwas machen. Ach, scheiße, stimmt. Leute, ich habe absolut 0,0% damit gerechnet, dass wir nach Paris fliegen. Also wirklich gar nicht. Also bis zu dem Punkt, wo ich dann die Benachrichtigung bekommen habe mit Frankreich, ihr wisst schon. Ja, naja. Dieses Video ist natürlich an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Wir müssen Paris natürlich auch noch ausnutzen. Und das tun wir jetzt. Liebe Leute, und um den Paris-Aufenthalt hier jetzt richtig auszunutzen, werden wir richtig geile Sachen machen. Kim hat mich ja nicht umsonst 30 Jahre hierher gebracht und deswegen werden wir unseren Aufenthalt jetzt hier verewigen. Ich sage euch noch nicht, auf welche Art und Weise. Denkt, was ihr wollt. Und ja, es wird schmerzhaft. Kim, bist du ready? Warum ist da ein Clown? Clowns machen mir Angst. Es ist irgendwie ein bisschen gruselig. Was hast du da rausgesucht? Wollen wir das wirklich machen? Wir ziehen das durch. Na, jetzt sind wir hier, ne? Da führt kein Weg mehr drumherum. Ab rein da! Das war jetzt irgendwie spontan. Aber wir sind da und wir ziehen das jetzt durch. Oh mein Gott. Das sieht aus wie so ein Sadomaso-Keller hier. Ja. Ja. Das ist echt weit unten. Findest du es zu weit unten? Nee, ist krass, aber es sieht irgendwie noch schmerzvoller aus. So. Hast du Angst? Ich jetzt schon. Irgendwie schaue ich mir auch ganz aufgeregt. Ich musste, glaube ich, noch nie liegen. Yes. Und wie ist es? Ja, ging voll klar. Ehrlich jetzt? Es tat gar nicht weh. Natürlich tat es weh, aber es tat nicht so doll weh. Okay, jetzt machst du mir irgendwie gerade Mut, ne? Wow, der ist da echt weit drin. Krass, er ist drin. Jetzt kommt die harte Kim. Ich mach nur so die erste Level, du warst so Level 20, ich bin Level 1, ich hab trotzdem an. Du hast doch schon 1000 Milliarden Piercings in deinem Ohr drin. Das also, was willst du denn jetzt auf das einmal? Total schlimm. Also den du da gerade gemacht hast, den fand ich richtig schlimm, ne? Freundschaftspiercings? Ja! Sorry, can we do one on my eyebrow? No. Aber es sieht doch super aus. Nice. Ah. Alles gut? Ja. Okay, cool. Digga, ich hab das noch nicht erwartet. Mir ist richtig heiß. Was war das? Das war ein Erlebnis, würde ich sagen. Der kam auch gar nicht klar. Ne? Der kam gar nicht klar. Sein Schweiß ist so runtergetropft. Oh Mann, so der tat mir ein bisschen leid. Aber voll süß. Er ja, der war schon Schweiß süß. Entschuldigt. Ja. Also. Krass, Alter. Und jetzt gepierst. Guck mal, zeig mal deins. Der hat einfach Double Piercing direkt, ja. Und meins? Das richtig hier. Cool. Falls ihr mich schon lange kennt, dann wisst ihr, dass ich schon mal so eins hatte. Auf der anderen Seite, was einfach im Krankenhaus mit einem Bolzenschneider rausgeschnitten werden musste. Deswegen, ja, let's try again. Aber ich würde sagen, jetzt hat sich der Paris-Aufenthalt auf jeden Fall komplett gelohnt. Davor, jetzt. Davor aber jetzt. Scheiße. Wir sind jetzt Schwestern. Er dachte halt echt, wir sind Schwestern. Und das reicht natürlich nicht, liebe Leute. Was ist denn ein Piercing? Das ist gar nichts. Also es ist schon was. Tut auch immer noch ein bisschen weh irgendwie. Ich habe es heute auch noch nicht desinfiziert. Das ist vielleicht dumm. Danke für den Reminder an der Stelle, den ich mir selber gerade gegeben habe. Egal. Wir fahren jetzt nämlich noch an einen Ort, wo man unbedingt hin muss, wenn man schon mal in Paris ist. Und ihr könnt euch bestimmt alle denken, wohin, oder? Let's go to Disneyland! It's mega.
It's food time. Wir haben geile Pommes. Und ein Kinderburrito. Kim, wie verfressen auf einer Skala von 1 bis 100 sind wir ungefähr? Cool. Aber das ist so krass, aber was soll das sein? I know it. It's a Vanilla Mousse. Cool, so einfach in Form von einem Baseball. Veggie Hot Dog. Was ist das denn? Oh, sieht irgendwie ganz komisch aus. Kim hat gerade schon gesagt, sie hasst ihn. Ich hasse ihn nicht, lieb's aber ihn Freunde nicht. Werden wir irgendwie auch nicht. Ist es gar nicht so bewusst gewesen, dass ich im Disneyland irgendwie nur mein Essen gefilmt habe und irgendwie nichts anderes? So kennt man mich ja, ne? Wir haben tatsächlich nicht nur gegessen, sondern wir waren auch auf Achterbahnen und sowas unterwegs. Das habe ich halt nicht gefilmt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe es geliebt. Es hat so viel Spaß gemacht. Falls ihr sowas nochmal sehen wollt oder falls ihr sowas vielleicht sogar mal andersrum sehen wollt, wie ich etwas plane und eine andere Person absolut nicht weiß, wohin, vielleicht sogar wieder mit Kim. Hättet ihr Bock? Dann schreibt es mir unten in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr jetzt noch bei meinem letzten Video und bei Kims Video vorbeischauen. Hier ist ihr Kanal verlinkt. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber es wird toll. Tschüss!